Ist das nicht der Pilgerhund? Du kannst den Hund zu den verschiedenen Schreinen im Land schicken. Das dauert aber eine Weile. Die Leute werden sich unterwegs gut um den Hund kümmern. Also sollte er etwas Geld dabei haben. Vielleicht erhältst du im Gegenzug was für deine Mühen. Genauso kümmerst du dich um die Pilgerhunde von anderen, falls du welche siehst. Es lohnt sich ganz bestimmt. Versuche es doch einfach mal mit dem hier. Könnte schlimmer aussehen, nicht wahr? Und hier wird uns sicher keiner so leicht finden. Und heute sind viele Beamte auf Patrouille. Draußen zu schlafen wäre riskant. Das war eine gute Entscheidung. Nochmals vielen Dank, dass du zwischen ihr und mich gegangen bist. Hoffentlich ändert das Shogunat seine Methoden. Weißt du, was du als nächstes tun wirst? Ich werde zu Katsura gehen und sehen, was er vorhat. Ach ja, natürlich. Da fällt mir übrigens ein, dass Katsura deinen Zwilling kürzlich erwähnte. Vielleicht kann er dir ja irgendwie weiterhelfen. Geh am besten zur Residenz des Shoshu-Clans. Na gut, ich gehe jetzt. Bis später. Du bist es. Ah, sehr gut. Ich bin auch gerade angekommen. Los, gehen wir rein. Schön, euch beide zu sehen. Hört zu. Die Briten bauen eine Botschaft am Gotenyama. Und wir wollen sie brennen sehen. Natürlich wird das nicht ganz leicht. Darum bat ich ein paar unserer jüngeren Kameraden um ihre Unterstützung. Unsere Leute haben außerdem beobachtet, wer in der Botschaft verkehrt. Ihre Berichte erwähnen ebenfalls einen Samurai mit einer ungewöhnlichen Hand. Klingt für mich nach der Person, die du suchst, oder? Also, willst du uns vielleicht helfen? Ich ködere dich nur ungerne damit. Aber die Sicherheit meiner Männer steht bei mir an oberster Stelle.
Es wäre besser, wenn du mit uns kommst. Großartig. Ich danke dir. Ryoma, würdest du dich uns anschließen? Es würde mir wirklich viel bedeuten. Die Botschaft soll ein Abschiedsgeschenk vom Roten Dämon gewesen sein. Das stößt bitter auf. Also ja, ich bin mit dabei. Danke. Und obwohl ich es bin, der euch um Hilfe fragt, befürchte ich, dass ich mich selbst nicht anschließen kann. Ich stecke in Verhandlungen mit dem Fürsten von Shoshu und seinem Gefolge. Gensui und die anderen sind am Goten-Yama. Würdet ihr hingehen? Du musst dich sicher gut vorbereiten. Treffen wir uns doch später am Goten-Yama. Sieh dir diesen Ort an. Das ist eher eine Festung. In der Tat. Jetzt, da die Amerikaner sich zurückziehen, stellen die Briten ihre Macht zur Schau. Wenn das Ding fertig ist, haben wir ein Problem. Da kriegen wir sie nie raus. Kusaka! Hm? Yamagata, das wurde aber auch Zeit. Und Ito, schön, dass du kommen konntest. Ein elender Jammer, was Meister Shoin widerfahren ist. Aber merkt euch meine Worte. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass sein Tod nicht umsonst war. Hallo Takasugi. Lange nicht gesehen. Ito, ich habe einen Auftrag. Ich will, dass du ein Feuerwerk für mich entfachst. Mit anderen Worten, ich soll ein gewisses Gebäude zerstören. Ganz genau. Der rote Dämon ist weg. Jetzt sind die Fremden dran. Verbrennen wir sie mitsamt ihrer Cholera. Der Rauch wird wie ein Leuchtfeuer für unsere Sache sein.
schau dich ruhig um. Was darf es sein? Natürlich. Natürlich. Komm gern wieder. Du bist es. Ah, da bist du ja. Fangen wir an. Hast du gesehen? Die britischen Herrschaften wünschen eine große Burg. Sie trauen sich so einiges. Besonders ihr Anführer, Alcock. Du lenkst mit den anderen die Wachen ab. Macht ordentlich Lärm da unten, damit sie sich auf euch stürzen. Ito und Yamagata legen Feuer, während ihr sie beschäftigt. Gebt ihnen ordentlich was zu tun und geht dann hoch zu den Briten. Wenn alles gut läuft, holen wir uns danach gemeinsam Orcock. Hast du den Plan verstanden? Du bist schnell von Begriff? Das ist schon mal gut. Gut, gehen wir in Position. Halte dich bereit für den Angriff. Seite an Seite überwinden wir alles. Sei gewiss, ich gebe mein Bestes. Bitte töte uns nicht. Wir folgen nur Befehlen. Thank you.
Ihr Bastarde getan! Hier drüben! Es ist vollbracht! Aber Alcock ist noch immer unauffindbar. Und er soll wohl einen beeindruckenden Beschützer haben. Suchst du etwas Bestimmtes? Keine Eile. Lass dir Zeit. Natürlich. Wofür du das wohl benutzt? Keine Eile. Lass dir Zeit. Wofür du das wohl benutzt? War das
alles? Natürlich. Du willst. War das alles? War das alles? Natürlich. Ich danke dir für deinen Besuch. Verletzten? Wir treffen uns wieder. Nicht schlecht. Hier stehst du. Dass dir Brandstiftung liegt. Warum willst du um jeden Preis die Briten provozieren?
Das muss ich nicht mehr, das hast du schon übernommen. Du bist zu weit gegangen. Das ist erst der Anfang. Wacht auf, Menschen Japans! Genau wie der Rauch aufsteigt, werden auch wir aufsteigen. Ja, wir werden aufsteigen! Das ist keinen Deut besser als der rote Dämon. Seht, Meister.